Heimat Holland hat er sogar eine eigene Fernsehsendung bekommen. Kein Wunder, denn wenn er singt, schmerzen die Herzen von den meisten Müttern und Grossmüttern nur so dahin, dann ist der Jantje Smit und er hat die Erfahrung gemacht, jeder braucht ein bisschen Glück. Mein Kind, das war schon immer so. Und musst du weinen, ja, dann wein drauf los. Und lach so oft du lachen kannst. Was die Oma sagt, das stimmt genau. Sie ist so eine kluge Frau. Ich denke, dass du viel Glück musst haben und ja, ich habe viel Glück. Und aber auch Talent, das brauchst du natürlich schon auch. Jetzt gehst du noch zur Schule, was sagen eigentlich deine Lehrer, wenn du jetzt häufig fehlst, weil du irgendwie in der Welt rumreist und Auftritte machst? Sie finden das sehr schön für mich und ja. Bist du so ein frecher Schüler, dass sie froh sind, wenn du ab und zu weg bist? Oder wie ist das? Vielleicht. Ja, man weiß es nicht. Gehst du überhaupt gerne zur Schule? Ja, es geht. Ja, und welches sind so... Ja, das ist wahrscheinlich... würden die meisten so antworten. Welches ist dann so dein Lieblingsfach in der Schule? Ich liebe Erdkunde und Musik und Sport und Deutsch. Ja, darum sprichst du auch schon eigentlich sehr gut Deutsch für dein Alter. Ist Sänger auch ein Beruf, den du später machen möchtest? Ist das so dein Traumberuf oder gibt es da etwas, was noch höher steht, wo du noch lieber machen würdest? Nein, wenn das möglich ist, dann bleibe ich Sänger und ja. Was käme sonst noch so in Frage? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn es nach dem Publikum geht, dann kannst du ganz bestimmt Sänger bleiben.
Jetzt habe ich gelesen, was du überhaupt nicht magst. Das ist, wenn du mit deiner Mutter einkaufen gehen musst. Stimmt. Was ist da so schrecklich dran? Immer warten auf meine Mutter.